Moin Moin, da bin ich wieder. Und ich muss sagen, ich bin baff. Ich bin tatsächlich baff. Ich hätte nicht gedacht, dass die Idee so gut bei euch ankommt. Und ich bin echt super erstaunt. Und danke für die ganzen Kommentare, für die ganzen Vorschläge, was wir als nächstes machen sollen und wo es als nächstes hingehen soll und wie es weitergehen soll, was wir machen sollen. Es waren super viele Kommentare dabei. Wie jetzt zum Beispiel das Haus weiter ausbauen oder an das Haus einen Stall ranbauen, so wie das beim richtigen Bauernhof ist, sich um die Schafe zu kümmern, einen Unterstand für die Schafe zu bauen, die Höhle weiter erforschen, paar Monster jagen gehen, und es waren super viele Sachen dabei. Das, was ich mir jetzt für heute rausgepickt habe, ist einerseits, weil das finde ich eine sehr, sehr gute Idee, ist einerseits das Karottenfeld erweitern, vergrößern. Das machen wir heute auf jeden Fall. Und ich möchte ein Pferd zähmen. Das wurde auch vorgeschlagen, dass ich mal ein Pferd zähmen gehen soll. Dafür habe ich mir jetzt gerade mal angeguckt oder durchgelesen, wie das funktioniert. Und das machen wir jetzt quasi als erstes. Und zum Schluss gehen wir dann nochmal, aber es ist gerade dunkel, das heißt, ich gehe jetzt erstmal schlafen. Und zum Schluss werden wir noch das Feld anlegen für die Karotten. Also ein neues Karottenfeld anlegen. Und mal gucken, wo wir den Pferdestall überhaupt hin machen. Da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall geht's jetzt los. Wir gehen raus. Zack. Zack. Achso, es wurde auch vorgeschlagen, hier ein Dach drauf zu machen und so weiter und so fort. Beim Dach drauf machen bin ich noch nicht so bei euch, weil wir wollen ja auch gegebenenfalls ein Stockwerk oben drauf bauen. Und deswegen, ja, lassen wir das jetzt erstmal noch so. So, ich habe gelesen, man soll mit nix in der Hand zu den Pferden gehen und ich hoffe, einen Rechtsklick drauf machen, ne? Oh. Achso, man setzt sich immer wieder drauf, bis das Pferd einen akzeptiert, ne? Ah, guck mal jetzt. Da vorne ist ein Wolf, da müssen wir aufpassen. Ich habe nämlich gerade keine Knochen dabei. Hat es mich schon wieder abgeworfen. Aber ist es jetzt meins? Kommt es mit? Nee. Wird das so überhaupt was? Einfach nur draufsetzen? Also. Ich glaube, ich brauche einen Sattel, ne? Also ich brauche einen Sattel, oder? Ah, jetzt haben wir Herzchen. Da waren jetzt gerade eben Herzchen. Es passiert nichts. Ja, da kommt ein Zombie. Würdest du mir jetzt folgen, Pferdchen? Folgst du mir? Komm mit. Ich glaube, ich brauche einen Sattel, ne? Ich brauche einen Sattel, glaube ich. Wie mache ich denn einen Sattel? Voll schlecht vorbereitet. Wie mache ich einen Sattel? Warte mal, ich google das mal fix. Du stirbst doch eh gleich, Zombie, da vorne. Minecraft Sattel. Sattel craften, genau. Sattel. Lass mal ganz kurz gucken, was brauche ich denn für einen Sattel? Und zwar brauche ich für einen Sattel Leder und Eisenbahn. Wo kriege ich denn Leder her? Wo bekommt man Leder her? Sattel? Oder gibt es da unten noch einen anderen Sattel? Den man nicht, wo man vielleicht kein Leder für braucht. Sattel, Gegenstand, Schweine und Pferde. Okay, und wie macht man den? Da steht ja gar nichts mit bei. Das ist einfach nur Sattel. Achso, das ist wahrscheinlich ein Gegenstand, den man so findet, ne? Wo steht denn, wie ich... Wieso kann ich denn jetzt hier nicht... Ach doch, da kann ich draufklicken. Leder. Wo kriegen wir Leder her? Leder bekommen wir... Leder ist, genau. Oh, wenn ich Pferde töte, kriege ich Leder. Okay, oder... Kaninchenfell? Da kriege ich auch Leder. Wenn ich Zombiehaut habe, dann bringt mir das wahrscheinlich nichts, ne? Oder bist du jetzt mein Pferd? Bist du mein Pony? Kommst du mit? Pass mal auf. Oder geht das jetzt schon so? Kann ich den vielleicht mit Essen locken? Nee, ne? Da steht ja nicht drauf, oder? Hallo? Ich habe ein Pferd. Also er wirft mich auf jeden Fall nicht mehr ab. Das ist schon mal ganz gut. Aber reiten kann ich es auch nicht. Reiten kann ich es auch nicht. Okay. Also wir haben schon mal gezähmt. Aber wir haben kein Leder. So, Leder bekommt man halt durch Drops. Durch Angel? Durch Drops? Kühe verzaubern.
Leder kann durch Angeln bei geringen Verzauberungen Glück. Achso. Kühe, Mushrooms und Pferde. Mushrooms? Pilze? Oder sind damit diese Pilzkühe gemeint? Ja, damit sind diese Pilzkühe gemeint, ne? Ja, du bist. Oh, wo haben die Villager vielleicht Leder für mich? Kann das sein, dass die was haben? Töte eine Kuh. Ich will keine Kuh töten. Hau ab. Ich will keine Kuh töten, um jetzt Leder daraus zu kriegen. Ich will eigentlich das Pferd haben. Aber ich will auch nicht das Pferd töten, um daraus dann Leder zu kriegen. Oder muss ich das Pferd erst töten? Ich brauche halt 5 Leder für einen Sattel, ne? Ich will es mal ausprobieren. Also nicht. Wie viel waren das jetzt? Kuhschubser. Wie viel Leder habe ich jetzt gekriegt? 2, okay. Ich habe jetzt 2 Leder gekriegt. Für ein Pferd. Also weil ich ein Pferd getötet habe. Gott sei Dank sind hier noch ein paar. Mal gucken. Ich hoffe, das sind keine Herdentiere. Komm her. Bist du gar kein... Komm her. Ich muss das leider tun, damit wir an Leder rankommen. Ich habe keine andere Wahl. Ja, ich weiß, du hast es gesehen. Dir hat es wahrscheinlich nicht gefallen, aber du bist das nächste Pferd, was dran ist. Kein Leder gedroppt. Oh. Oh, 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 oh. Ich weiß, euch gefällt das wahrscheinlich überhaupt nicht, dass ich jetzt hier die ganzen Pferde massakriere. Aber ich brauche Leder. Ansonsten kriegen wir kein Pferdchen in den Stall. Na gut, wenn ich jetzt so weitermache, kriegen wir auch kein Pferdchen in den Stall, ne? Warte mal. Ich brauche noch ein einziges Pferdchen. Das Graue will ich nicht nehmen. Ich will lieber eins von den Pferden da hinten. Nicht abtauchen. Wir gucken lieber, dass wir hier hinten noch eins von den Pferdchen uns schnappen. Es tut mir leid. Ich will es doch auch nicht tun, aber mir bleibt nichts anderes übrig. Komm her, bitte. Ich weiß, wir könnten friedlich miteinander leben, aber auch wieder kein Leder. Doch, da, eins. Ein Leder wenigstens. Oh, Mann, oh. Ich müsste so viele Pferde töten dafür, ne? Das gefällt mir überhaupt nicht. Vor allem, wie kriege ich denn die Pferde eigentlich vermehrt nachher? Okay, eins mache ich jetzt noch. Ich hoffe, dass da jetzt das letzte... ich habe 5. Alles klar, ich habe 5. Gut, dann schnell nach Hause. Dann jetzt schnell nach Hause und 2 für 5. Genau, ich brauche noch 3 Eisenbahnen dazu. Die müsste ich auch haben. Und dann haben wir einen Sattel und können uns auch... dann können wir uns auch das Pferdchen, was wir uns denn zähmen, auch mit nach Hause nehmen. Das ist dann ja das, worauf es eigentlich drauf ankommt. Ne, es nützt ja nichts, dass wir hier ein Pferdchen nach dem anderen schlachten, es aber nicht mit nach Hause kommt. Das wäre ja doof. Ich brauche was zu essen, sehe ich gerade. Ich brauche unbedingt was zu essen. So, zack, hier die Tür einmal zu. Habe ich hier noch irgendwas zu essen drin? Da sind ein Haufen Eier auf jeden Fall. Da wäre auch Leder gewesen. Fuck, ich wusste nicht, dass ich noch Leder habe. Schüssel, aber in der Schüssel ist nichts drin. Ich habe nichts zu essen da. Komisch. Naja, ich habe aber... ich habe hier noch ein Schnitzel. Das können wir mal kurz... Achso, nee, das wollte ich nicht. Ich brauche ja noch die Eisenbahn erstmal, ne? Vorher. Wo sind denn die Eisenbahnen? Da sind Eisenbahnen, genau. So, denn Leder, genau. Und da. Und jetzt haben wir keinen Sattel. In der Entwicklerversion 13W wurden die wieder entfernt. Bitte was? Also kann ich keinen Sattel craften? Oh no. Das ist ja doof. Jetzt habe ich da ohne Ende Pferde getötet und habe keinen Sattel daraus gekriegt. Gibt es denn noch eine andere Möglichkeit, Pferde irgendwie zu zähmen und mit nach Hause zu nehmen? Oder muss ich so einen Sattel irgendwo erhandeln? Ah, das ist jetzt ja doof. Ach, ich habe noch Brot, nenne ich gerade.
Das ist jetzt ja doof. Ich dachte eigentlich, ich könnte jetzt das schön easy peasy mir einen Sattel kurz craften und dann mir ein Pferdchen holen. Aber das wird ja gar nichts. Na gut, dann gehen wir mal kurz rüber zu den Villagern. Vielleicht haben die ja was. Wie haben wir? 10 Minuten haben wir ja schon. Wo war das Dorf? Vielleicht haben die ja irgendwas im Angebot. Vielleicht können die mir irgendwie helfen. Vielleicht haben die ja einen Sattel, den ich mir bei denen erhandeln kann oder so. Das ist ja ärgerlich. Ich dachte jetzt tatsächlich, dass ich mir schnell... Aber ich hätte mir das mal durchlesen sollen. Da stand da in der Beschreibung drin, dass es in der Version 6.1 wieder rausgenommen worden ist. Das finde ich aber auch doof, dass es dann noch im Wiki drin steht. Also es ist ja gut, dass es drin steht, dass es sowas mal gab, aber... Naja. Wäre ich wahrscheinlich... aber man kann ja bei den Villagern auch ein bisschen handeln. Mal gucken, ob die irgendwas haben. Vielleicht haben sie auch gerade Kartoffeln hier. Das wäre ja auch interessant, ne? Aber die haben hier nur ein Ei. Zack, das nehme ich mal mit. Ja, ja. Hallo. Bei dir kriege ich nur einen Smaragd. Ach nee, warte mal, was gibt's hier noch? Eine Schaufel? Eine Eisenschaufel, okay. Der würde 22 Kohle haben wollen und dann würde er mir einen Smaragd geben. Und für 6 Smaragde. Ah, okay. Jetzt habe ich verstanden. Mal gucken, was haben wir denn noch hier? Was sind denn noch hier so für Kollegen? Ich höre doch die Stimmen. Hallo. Leder, Smaragd. Lederhose, okay. Das ist jetzt nichts, was ich suche. Haben die nur eine. Ah, guck mal, Faden, Smaragd und Pfeile, okay. Das Ei nehme ich auf jeden Fall mal mit. Ein bisschen Eiklau machen. Oh, was ist das? Kartoffeln. Der würde Kartoffeln gegen Smaragde tauschen. Und dann wieder gegen Brot. Okay. Was hast du? Du hast... Okay, ist auch nicht das, was ich suche. Es wird gerade dunkel, stelle ich fest, ne? Und wir müssen ein bisschen aufpassen. Was hat er denn? Hast du Angst? Oh, verrottetes Fleisch gegen einen Smaragd. 8. Okay. Ich glaube, ich muss jetzt nach Hause, weil dunkel und so. Wir müssen ein bisschen aufpassen, nicht, dass uns irgendwelche Monster hier wegfressen. Schade, denn würde ich mich mal sehr darüber freuen, wenn ihr mir mal in die Kommentare schreibt, was ich verkehrt gemacht habe. Bei den Pferdezähmen. Vielleicht wisst ihr das, ja. Und dann würde ich jetzt erstmal wieder eine Runde pennen gehen, dass wir die Nacht durch haben. Und dann kümmere ich mich noch ums Karottenfeld, dass wir da ein neues bauen. Da sind schon Zombies, ne? Sehe ich doch da vorne gerade schon. Da ist ein Creeper. Komm her. Oh was, der Creeper ist nicht explodiert? Dann machen wir ein paar Monster platt. Aua. Ja, komm her. Den Creeper. Oh. Aua. Fuck. Alles klar. Ich glaube, ich bin kaputt gegangen. Ich schlafe mal eine Runde. Oh, das passiert, wenn man unbedingt so viel machen möchte und sich halt mit Monstern anlegt, die doch vielleicht einen kleinen Tick stärker sind als man selber. Aber immerhin finde ich meine Sachen jetzt gleich wieder, oder? Ich hoffe mal nicht, dass das alles weg ist, oder? Oder? Da steht noch einer und schießt. Wo war denn das? Da ist das Skelett auf jeden Fall noch in der... Oder es sind meine ganzen Sachen draufgegangen. Ne, hier liegt das alles. Glück gehabt. Einigermaßen Glück gehabt, muss man sagen. Da sind noch ganz viele Erfahrungspunkte. Oh, meine ganzen Karotten hatte ich auch dabei, ne? Oh, lol. Das wäre ja in die Büchse gegangen, ne? Kommt der Creeper her? Nee, ne? So, hier noch irgendwas drin, was ich vergessen habe. Sonst noch irgendwas hier? Wo ist der Creeper denn jetzt? Warte mal, ich höre noch ein Skelett irgendwo. So, und sonst ist hier auch nichts mehr, ne? Kurz hier den ganzen Rasen mal wegmachen. Dann kriegen wir auch wieder ein bisschen Weizensaat. Ne, ich glaube, ich habe alles erwischt, ne? Also alles, was mir so gehört, habe ich, glaube ich, erwischt. Oh, warte mal, ist da ein Haus? Ich will den einen Creeper da nochmal anhauen. Einfach nur aus Spaß. Aus Jux und Dollerei. Einfach nur, damit er ein großes Loch macht. Wer ist das da drüben? Da ist eine Kuh.
Oh, wie kann man denn eine Kuh, bitteschön, wie kann man eine Kuh holen? Dann holen wir eine Kuh. Hallo, Kuh. Was, womit kann man Kühe zähmen? Oh, warte mal, das muss ich noch schnell rausgucken. Fuck it, ich habe rausgetappt. Entschuldigung. Obwohl, Kuh? Wie kann man eine Kuh zähmen? Normale Kuh, da. Eigenschaft, Dropzucht. Wachstum, Schlachten, zum Züchten. Nix tun, laufen, was? Trivial. Ich glaube, das muss ich mir erstmal noch durchlesen, wie man die Kuh zähmen kann. Die gemeine Kuh. Ich glaube, die. Kann ich irgendwas mit dir anstellen? Nee, ne? Habe ich irgendwas anderes noch zu essen dabei? Karotten oder so? Magst du Karotten? Kuh? Auch nicht? Okay. Guti, dann lass uns doch mal schnell ein bisschen das Karottenbeet erweitern. Und ja. Dann haben wir auf jeden Fall mal gemerkt, dass Pferdezüchten gar nicht so einfach ist. Beziehungsweise Pferdezähmen gar nicht so einfach ist. Was ist hier denn passiert? Und das ist auf jeden Fall etwas, was wir, wo ich auf jeden Fall nochmal nachlesen muss. Beziehungsweise würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn ihr es mir in die Kommentare reinschreibt, was ich denn da verkehrt gemacht habe. Wieso das jetzt nicht funktioniert hat bei mir. Oh, mein Schwert hat... Achso, das ist Ante. Wieso das bei mir nicht funktioniert hat. Und was ich denn das nächste Mal hätte... Oder was ich da besser hätte machen können, damit das denn funktioniert. Also ich war jetzt... Oh fuck, ich hab's ein zu weit gemacht. Ich hätte jetzt eigentlich gehofft, dass das jetzt einfach so easy peasy funktioniert und dann ist gut. Aber da war ich jetzt wohl doch falsch gewickelt. So, 3-3-3, genau. Hey. Dann kommt nämlich da, da, da. Dann haben wir nämlich hier einmal auf jeden Fall unser Karottenfeld. Deutlich verdoppelt. Zack, zack. Da lassen wir wieder Gras drüber wachsen. So habe ich das hier drüben auch gemacht, ne? 3, 3, ja, genau, genau, genau. Das nehme ich mal raus. Da können wir gleich neue Karotten reinmachen. Und ich brauche noch einen Eimer Wasser. Eimer Wasser für das neue Karottenfeld drüben. Zack, Eimer, Wasser. Wasser bitte, einmal. Oh, da ist noch eine Karotte fertig. Sehr schön, dann haben wir aber wenigstens ein neues Karottenfeld gemacht heute. Und ja, haben wir wenigstens etwas geschafft. So, zack, das da raus, das da rein. Ach so, noch eine kleine Änderung. Es wurde sich ja gewünscht, dass ich die Folgen um 6 Uhr morgens schon veröffentliche, damit ihr einige sich auch die Folge noch vor der Schule angucken können. Ich mache sogar noch anders. Ich werde die Folgen zukünftig immer 11:45 veröffentlichen. Also 11:45, kurz nach Mitternacht. Kurz nach Mitternacht wird die neue Folge immer veröffentlicht. Dann könnt ihr sie auf jeden Fall euch morgens angucken, bevor ihr zur Arbeit, Schule oder sonst irgendwas geht. Und für die, die vielleicht in der Spätschicht arbeiten, die können sich dann nach der Arbeit diese Folge gleich angucken. Ne? So werden wir das dann zukünftig machen. Macht weiter so, schreibt kräftig eure Kommentare, eure Vorschläge in die Kommentare. Ich werde mir auch eine Liste anlegen, um das so ein bisschen mal alles aufzuschreiben und zu gucken, was wurde schon vorgeschlagen und so weiter und so fort. Das werde ich in den Google Docs machen, mal gucken, vielleicht veröffentliche ich das noch oder so. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Das bedeutet auch für mich eine Menge Arbeit, aber das macht mir, ich finde es momentan super, super amüsant. Also es macht mir super viel Spaß. Ich habe Lust darauf und es ist natürlich auch immer so ein bisschen... Wir müssen immer zusehen, was wir machen, ne? Weil ich bin jetzt 20 Minuten am Aufnehmen. Das ist eine ganz schön lange Folge geworden diesmal. Und das sind auch schon meine Schlussworte, ne? Wir haben leider kein Pferd gezüchtet, kein Pferd geholt. Da werde ich mich aber nochmal belesen, das werden wir die Tage nochmal angehen. Wir haben aber ein Karottenbeet, ein neues angelegt, auf jeden Fall. Und ich gehe mal wieder auf meinen Aussichtsturm. Auf den Aussichtsturm. Leider der Fettbestand ist ein bisschen, hat sich ein bisschen verringert. Tut mir leid. Und ja, das soll es auch schon für heute wieder gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Lasst mir noch einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ihr habt Vorschläge zu diesem Let's Play, schreibt's in die Kommentare und wir sehen uns morgen Abend. Nee, war nicht. Morgen früh. Ab morgen früh bin ich ja wieder da. Also wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Bye, bye.